Meine Leute, das war, Alter, was ist denn hier los? Guckt euch mal diese Karawane an. Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch mal an, wie viele Leute hier in der Stadt jetzt schon sind. Das ist der Hammer. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Und wir haben eine neue Geschichte, die gehört werden kann. Fröhliche Dorfbewohner, jawohl, ausgezeichnet, Zufriedenheitsbonus von 10%. Nice, es geht richtig voran, meine lieben Freunde. Und unser letzter Versuch war, hier eine Brücke zu bauen beim Marmor, damit wir hier rüberkommen und uns entsprechend die Marmorklumpen für die Wunderproduktion besorgen können. Was stand da? Minnesänger nähert sich dem Dorf. Ein Minnesänger? Den hatten wir noch nicht, oder? Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Was macht der denn? Minnesänger ist doch ein Dichter und ein Entertainer quasi. Das ist eigentlich ein Unterhalter, ein Alleinunterhalter im Mittelalter gewesen. Also die haben gesungen, die haben auch getanzt, die haben auch Gedichte vorgetragen und alles mögliche. Das waren so ganz coole Typen waren das, ja, die Minnesänger. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Foundation reinziehen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir Foundation spielen. Jetzt möchte ich gerne mal den Minnesänger sehen eigentlich. Und vor allem, was macht der eigentlich, der Minnesänger? Müsste der nicht eigentlich in der Taverne auftreten oder so? Ihr habt mir übrigens gesagt, was ich machen kann mit dem Klostermahl. Das Klostermahl soll ich hier wohl irgendwie auswählen können. Genau, beim Kloster als Nahrung tatsächlich. Weil bei Klostermahl sind ja 50 Einheiten vorhanden. Und ja, also ich weiß nicht genau, warum hier immer 0 steht bei den Nahrungsmitteln. Weil eigentlich ist ja genug am Start. Keine Ahnung, vielleicht hängt das auch damit zusammen so ein bisschen, dass die Küche nicht erreichbar ist. Weil die Küche ist ja das hier. Da hat auch jemand gesagt, vielleicht liegt das einfach daran, dass da eine Tür fehlt. Ich meine, man könnte natürlich mal probieren, einfach mal eine Tür einzubauen. Da wäre halt die Frage, kann ich Türen separat bauen, dass man vielleicht da den Zugang besser noch ermöglicht einfach. Ich kann ja mal gucken, Nebengebäude ohne Funktion. Wir können ja mal schauen. Ja, so, jetzt kommen wieder hier neue Ankömmlinge, genau. Wandermönche, beherbergen, genau. Vielleicht, wenn wir da einfach mal eine Tür einbauen. Geht das? Nein, das geht nicht. Warum kann ich die da jetzt nicht dran schnippen? Da ist doch eigentlich ein Ding für eine Tür, oder nicht? Ist doch da ein Penüpel. Habe ich irgendwie Einrasten ausgeschaltet? Nee. Das ist komisch. Ich meine, man könnte natürlich mal probieren, einfach ein kleines Vorgebäude dran zu bauen. Vielleicht einfach mal, warte, so. Und dann vielleicht mal eine Tür davor. Guck mal, das geht. Wenn wir das vielleicht einfach mal probieren. Aber gut, dann können wir eigentlich auch gleich was Vernünftiges dran bauen, ne? Da müssen wir natürlich kein Nebengebäude ohne Funktion machen. Warte mal, was haben wir denn noch so? Skriptorium vielleicht? Hatten wir eigentlich dieses Apiarium jetzt schon? Ein Ort, an dem Mönche und Nonnen Bienenstiche... Ach so, nee, das hatten wir schon. Ja, ja, das ist der... Das ist das Ding. Abteikirche können wir noch nicht machen. Vielleicht noch ein Hospizium. Mein Gott, Meisterwerke des üppigen Gartens. Wie soll ich denn die ganzen Meisterwerke bauen? Ich habe noch nicht einen einzigen Marmor gefördert. Die Prunk dieses Gebäudes ist um 200% erhöht. Okay. Der Besuch eines Minnesängers in eurem Dorfzentrum hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert. Ausgezeichnet. Warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz gucken gleich. Ich muss mal pausieren. Ich will den Minnesänger noch sehen. Ich verpasse den Minnesänger, weil ich hier die ganze Zeit Zeug mache. Ah, so viel zu tun. Hier genau. Das wollte ich bauen. Nein, dreh das. Moment. Nein, das ist zu groß. Warte. Wir nehmen doch das hier. Bau das da dran. Genau. So. Skriptorium und dann eine Tür davor. So. Und bauen. Danke sehr. So, mal gucken, ob das vielleicht das Wegproblem bei der Küche mal ein bisschen beseitigt. So, wo ist der Minnesänger jetzt? Male. Verärgerte Besucher. Was? Warum? Wir haben doch einen Minnesänger hier gehabt. Dorfzentrum. Das Dorfzentrum ist doch da. Wer ist denn hier der Minnesänger? Der da? Male. Nahrungsmangel. Nahrungsmangel? Kann eigentlich nicht sein. Brauchen wir vielleicht noch einen neuen Marktstand noch irgendwie? Ah, hier, warte.
Brot, Kräuter und Beeren. Wir haben fast alle Kräuter, aber ich glaube, das Risiko gehe ich lieber erstmal noch nicht ein. So, Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Eins nach dem anderen. Ich möchte gerne mal gucken, was haben wir jetzt hier bekommen für ein Meisterwerk? Was ist das? Meisterwerk des üppigen Gartens. So, und bitte, was brauche ich denn dafür? Wir können ja den üppigen Garten mal hier hinbauen. Brauche ich da Marmor? Eine Statue brauche ich. Aber guck mal, das ist ein Meisterwerk, das kann man sich tatsächlich mal leisten. Da ist mal tatsächlich, da steht ja, der Prunk dieses Gebäudes ist um 200% erhöht. Warte mal, mach das nochmal weg. Ich will erst mal da machen, wo wir mehr Platz haben vielleicht. Aber eigentlich möchte ich jetzt auch erstmal das mit dem Marmor machen. Ah, okay. Brücke ist eh noch nicht fertig. Wie lange brauchten die noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen die Leute da noch bauen. Jetzt muss ich nochmal gucken, hat mir noch irgendwo Arbeitskräfte hinzufügen müssen eigentlich? Hier, warte mal, hier fehlen noch Träger, genau. War hier noch irgendwas, was gefehlt hat? Nee, verärgerte Besucher. Was ist denn jetzt los? Kann das sein, dass die zu lange am Marktstand warten müssen irgendwie? Hier ist ja gar nichts drin. Was ist denn hier los? Warum haben die denn hier nichts zu essen? Beim Dorfzentrum. Was geht denn hier jetzt gerade ab? Keine Beeren, keine Kräuter, nix. Ich glaube, wir haben hier eine viel zu große Nachfrage tatsächlich. Vielleicht noch ein Lagerhaus noch bauen. Ich baue mal hier noch eins hin. Hier wird anscheinend eh nichts gebaut, keine Ahnung. Das ist ja strange. 48, was ist denn hier das Problem? Minus 22% Nahrung. Ja, irgendwie kommt keine Nahrung mehr rein gerade. Das ist ja bitter jetzt. Aber wir haben doch so viele Bärensammler. Und wir haben auch, hier sind auch noch welche. Und dann haben wir doch auch noch diese Import. Warte mal, importieren wir noch? Bären, was? Verkaufen? Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Vielleicht sollten wir lieber kaufen. Aber ich meine, wir haben, also eigentlich hatten wir zu viel. Kann das sein, dass wir einfach die Handelsvolumina noch weiter ausbreiten müssen? Aber immerhin, der fröhliche Jahrmarkt hat immerhin funktioniert. War wohl gerade noch so genug. Das ist ja krass. Okay, wir müssen eigentlich mal ein bisschen aufpassen jetzt tatsächlich. Es kann sein, dass wir hier irgendwie ein Problem haben mit der Versorgung. Das sieht nicht so besonders gut aus, wenn das so auf Null geht. Ich meine, gut, Käse ist klar. Da hat man ja gesagt, da müssen wir noch mehr machen. Stimmt, da wollte ich ja auch eigentlich hier noch was bauen. Ich erinnere mich. Das habe ich noch gar nicht gemacht, siehst du mal. Weil der Alter, man kommt auch einfach nicht hinterher, ne? Also man hat so viele Baustellen. Es arbeitet aber auch nur einer auf dem Milchviehhof. Ist das denn realistisch? Okay, warte mal, jetzt haben wir hier wieder Leute. 5 Arbeitslose haben wir. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Menge, ne? Ich überlege gerade, hatte ich hier noch irgendwo geplant, noch welche hinzuzufügen, das ist so die Frage. Aber eigentlich brauchen wir die Arbeitskräfte ja jetzt eh. Hier genau, warte mal, hier genau, bei der Holzfällerhütte hatten wir noch welche hinzufügen wollen. Eigentlich brauchen wir die Arbeitskräfte jetzt ja sowieso, weil wir müssen jetzt ja beim Marmor jetzt neue Leute ansiedeln eigentlich. Also wir müssen jetzt hier hinten eigentlich siedeln. Das heißt, wir brauchen da eigentlich, naja, wieder dasselbe wie immer, nicht wahr? Wir brauchen ganz viele Häuser. Hatten wir jetzt eigentlich schon den Steuereintreiber hier hinten fertig gebaut? Steuereintreiber, warte mal, können wir gleich mal Leute einstellen? 2 Leute. Vielleicht fangen die dann schon ein bisschen an zu arbeiten. 46 behauene Steine fehlen hier. Warte mal, können wir hier behauene Steine? Ah, die sind ja schon eingetragen sogar. Das ist ja ein Ding. Aber es wird irgendwie wieder nichts gemacht. Ich glaube, wir brauchen hier doch noch einen Baumeister in der Ecke. Einer, der hier mal ein bisschen was tut. Weil das scheint mir irgendwie ein bisschen... Hier scheint es nicht richtig voranzugehen, warte mal. Da, Bauhütte, genau. Hatte ich hier nicht schon einen gemacht? Ne, hatte ich noch nicht. Mach mal hier hinten in die Ecke mal einen. Dann haben wir gleich das ganze Gebiet hier hinten abgedeckt. Bauhütte. Neuankömmling nähert sich. Was haben wir hier? Ein Gefallen für die Äbtissin. Den Verhandlungen mit Northbury auf die Sprünge helfen. 28 Tage. Beherbergt die Kaufleute. Wie werde ich denn überhaupt beliefert? Da kommt doch immer dieser Hansel hier mit dem Symbol. Der Handelshansel. So, und der geht dann immer doch eigentlich normalerweise von Kontor zu Kontor und lädt so lange ab, bis das Handelslimit erreicht ist. Richtig? Und das Handelslimit liegt derzeit bei 108. Ja gut, okay. Dann kann ich natürlich 300 einstellen, aber das heißt nicht, dass ich auch 300 bekomme. Wahrscheinlich bekomme ich eher 108. Und dann ist hier die Frage, wie verteilt er das überhaupt? Packt er das alles in ein Ding rein oder verteilt er das auf mehrere? Oder verteilen meine Leute das? Aber Alter, was ist denn hier los? Guckt euch mal diese Karawane an.
Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch mal an, wie viele Leute hier in der Stadt jetzt schon sind. Das ist der Hammer. Voll der Durchgangsverkehr. Das war früher im Mittelalter eine Autobahn. Das Äquivalent dazu. Guckt euch das an. Und alle halten sich ans Tempolimit. Guckt mal, das ist ja der Wahnsinn. Alle laufen gleich schnell. Keiner überholt den anderen. Das ist schon krass. Da gibt es doch noch keinen Stau, ne? Das ist natürlich krass. So, die Kirche ist fertig. Nice. 63. Gottesdienst. Gottesdienst. Nice. Gottesdienst. So, hier. Macht mal hier Leute rein jetzt beim Baumeister. Wir brauchen dringend Bauleute hier. Gebaut werden muss. Gebaut werden muss. Wandermönche für einen Monat beherbergen. Die Wandermönche feiern das. Die finden das alles ganz toll. So, hier wird jetzt auch gebaut. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir mal diese Wegfindungsprobleme in der Küche noch in den Griff. Hier war ja die andere Küche. Also da sind sie am Kochen. Das geht eigentlich. Klostermahl wird da jetzt tatsächlich auch verbraucht. Bin begeistert. Die Wandermönche sind erfreut. Jawohl. Nice. Nice, nice, nice. Wandermönche. Wandermönche, meine lieben Freunde. Nice. So, jetzt mal hier zusehen. Wie viel Geld haben wir denn? 600. Jawohl, jetzt oder nie. Komm, wir bauen jetzt hier noch einen Marktplatz auf. Denn das ist das Erste, was wir brauchen. Am besten hier oben so ein bisschen. Markt ist das Erste. Ohne Markt keine Entwicklung, kein Wachstum. So, also erstmal Lebensmittel. Ein Warenstand. Wie sieht es eigentlich mit Kleidung aus? Da haben wir nur noch 72. Da wird es auch weniger. Da müssen wir auch ein bisschen zusehen. Nahrung. Vielleicht noch Fisch auch aufbauen. Noch einen zweiten Nahrungsstand noch machen. Da muss man aufpassen, da wird der Markt ganz schön teuer, wenn man dann so viele Stände schon aufbaut. So. Ja, jetzt kommen die hier wieder. Ja, Moment, ich bin ja da. Ich bin ja da, meine lieben Herrschaften. Ich bin ja da. So, hier und dann gegenüber einfach mal eine Bank. Eine Bank wollen wir haben. Oder mehrere Bänke. Das Bankwesen. Wie teuer ist denn das jetzt schon? Ja, kann man uns noch leisten. Alles gut. Vielleicht hier mal noch so ein Trenner. Da ein Trenner. Da ein Trenner. Und dann hier die Dinger oben drauf. So. Jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten. Haha. Nein, ich hatte doch gerade über 600. Verdammt nochmal. So, Markt ist auch ganz schön teuer, ey. Das muss man einfach mal sagen. Jetzt, jetzt, jetzt. Bauen, bauen, bauen. Schnell, schnell, schnell. So, und dann am besten gleich noch einen Brunnen. Den bauen wir jetzt einfach mal dahin. Okay, kann ich mir auch nicht leisten wieder. Yes. Naja, so ist das halt. Ja, Wachstum kostet halt. Das nennt man Investition, meine lieben Freunde. So, lasst euch das gesagt sein. Lasst euch nicht was anderes erzählen. Aber, ja, man müsste irgendwie einen Kredit aufnehmen können. Egal, brauchen wir nicht. So, dann zeichne hier mal das Wohngebiet schon mal. Guck mal, da ist auch die Attraktivität hoch. Das ist natürlich sehr nice. Dann können wir uns hier nämlich schon mal ausbreiten. Hier, genau. Und dann machen wir am besten hier hinten nochmal ein Warenhaus. In die Nähe vom Dings. Und dann können wir da nämlich auch gleich noch Fischquellen abzapfen hier. Genau. Lass das mal machen. Kann nicht bauen, ja. Kein Geld. Geld ist das Problem. Der Steuereintreiber fehlt halt in meinem Luxusviertel. Natürlich, wo gibt es keinen Steuereintreiber? Natürlich im Luxusviertel, ja. Wo sonst? Sauerei. So, warte hier jetzt. Ich brauche noch Fisch. Fisch auf den Tisch. Bauen und am besten gleich noch einen. Man kann hier nicht genug Nahrung produzieren. Genau, und dann schauen wir mal, wie sieht es denn hier hinten jetzt aus? Haben sie jetzt hier das Klosterding gebaut? Ja, haben sie. Wie sieht es aus? Kommen sie jetzt besser dahin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie sieht es hier aus? Irgendwie geht es da nicht so recht voran, aber ich muss sagen, also diese Ecke gefällt mir bis jetzt am besten. Also auch so die Art, wie sie die Häuser hier an die Straße gebaut haben und so. Das sieht irgendwie wirklich so typisch mittelalterlich aus. So ein Markt im Zentrum, die Häuser drumherum, dann die Kirche da direkt daneben. Schon nice. Nur der Steuereintreiber fehlt noch. So, jetzt wird der Markt erstmal gebaut. Das kann jetzt erstmal eine Weile dauern. Ich glaube, wir müssen auch jetzt aufpassen. Es könnte sein, dass wir sonst
hier in den Engpass reinlaufen. Wir haben nämlich hier keinen Stoff mehr tatsächlich. Wir haben auch nicht genug Wolle, um noch mehr Stoff zu machen. Der Geruch alleine, wenn ich hier noch mehr Schafe bringe. Aber noch mehr Schafe bringen, glaube ich, nichts, oder? Behaupte ich jetzt einfach mal, dass das nichts bringt. Ach ja, das Wachs wollte ich ja hier rausnehmen. Dann mach lieber da noch mehr... noch mehr Stoff als Zwischenlager. Scheint ja irgendwie zu viel zu sein, was wir da haben, oder? Weil irgendwie, das Lager ist ja voll, aber... irgendwie... ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Warte mal, genau, was ich auch noch machen wollte. Mandat auswählen. Ich will jetzt mal noch die anderen Vorkommen hier noch erkunden, die da noch sind. Was ist das? Ah, das ist weiter unten. Was ist das? Das ist oben. Das ist da. Und das ist das da. Ah, warte mal. Das, ja, nee. Nee, wir machen erstmal... das da, genau. Das will ich erstmal noch erkunden. Das ist alles hier schön nebeneinander. Das können wir dann alles auf einmal gleich machen. Machen wir das mal so was. Es gibt Gelegenheit für Verhandlungen. Die Abgesandte der Äbtissin möchte die Kaufleute beeindrucken, indem sie ihnen den Reichtum zeigt, den jeder durch diese Geschäfte erlangen kann. Sie ist sich nicht sicher, wie sie ihren Standpunkt am besten vertritt. Ah, der Vogt könnte das mal. Abgesandten von Northbury sind fasziniert. Zufriedenheitsprozess. Ja, Abgesandten von Northbury sind verblüfft. Lass die Monumente des Glaubens für sich selbst sprechen. Das ist natürlich interessant. Die Abgesandten von Northbury sind höchst erstaunt. 10% sind eingeschüchtert. Was passiert? Die sind beeindruckt. Zufriedenheitsbonus von 20% für die Dorfbewohner mit Profilbesucher. Yes, nice. Zufriedenheit, Zufriedenheit. My dear friends, Zufriedenheit. Das sieht doch sehr gut aus. So, ja genau. Jetzt haben wir die Dings hier gebaut, den Weg. Dann lass gleich mal jetzt hier direkt Marmor fördern. Wird jetzt mal Zeit. So. So. Und dann hier noch ein Karren. So, und dann hier noch das. Können wir uns das leisten? Ja, können wir. Oh, da, guck mal, da kann man auch einen Garten bauen. Ist auch interessant. Egal, jetzt haben wir das gebaut. So, jetzt brauchen wir hier natürlich dann auch noch ein Lagerhaus. So, das muss natürlich dann hier auf der Seite stehen, damit es nicht zu sehr die Leute auf der anderen Flussseite negativ beeinflusst. Dann bauen wir das jetzt mal so ein bisschen abseits, weil ich weiß nicht, wie viel Platz hier noch gebraucht wird. Genau, Lagerhaus. Und wer weiß, was hier noch gefördert werden kann, können wir das vielleicht alles direkt ins selbe Lagerhaus packen. Ja, dann haben wir das Marmorproblem erstmal beseitigt. Ist doch schon mal nice. So, kann ich hier jetzt schon was auswählen? Ich kann schon mal einen Marktschreier da reinpacken und schon mal Bären auswählen, genau. Das ist doch sehr nice. Ja, und ansonsten haben wir hier halt das Nahrungsproblem. Ach ja, genau, ich wollte probieren, wie das ist, ob man die Klippe, ob man da einen Dings hochbauen kann, eine Brücke. Oh, scheinbar geht das. Guck mal, man kann tatsächlich... Alter, okay. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen krass, aber hey, ich meine, man kommt da hoch offensichtlich. Aber man kommt sogar von der anderen Seite da hoch, okay. Ich meine, das ist natürlich meine Ansage, ne? Man kann die ja halt nicht drehen, ne? Also ich wüsste nicht, wie. Ich weiß nicht, wie man sie drehen kann. Mit STRG und horizontale Mausbewegung geht's schon mal nicht. Die Brücken sind immer alle gleich ausgerichtet. Ich meine, gut, dann können wir natürlich auch sagen, wir machen da oben noch, erschließen da oben noch die Bären und das alles. Weil, ich meine, der Weg ist ja dann quasi Luftlinie, ne? Kann man ja eigentlich machen. Ist ja kein Problem. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz ausgereift mit den Brücken, kann das sein. Da müsste man irgendwie ein flexibleres System haben. Nicht eins, was einfach nur ansetzt und dann die Brücke einfach nur nach unten zieht. Das ist irgendwie blöd. Da kann man seine Brücken gar nicht richtig gestalten. Also das wäre vielleicht noch so ein Ding für zukünftige Updates, dass man einfach sagt, man macht so ein flexibleres System. Ja, guck mal, sowas sieht jetzt natürlich auch nicht unbedingt geil aus. Ja? Die Brücken sind, glaube ich, wirklich noch sehr alpha irgendwie. Habe ich so den Eindruck. Also noch nicht so ganz final das System. Aber das wäre noch so ein Ding, ja, wenn man noch vernünftige Brücken bauen könnte. Jetzt habe ich... ah, die Verhandlungen mit Northbury sind abgeschlossen. Alter, wir haben beim Klerus 72. Jetzt muss ich noch mal gucken. Können wir noch irgendwas freischalten? Schreifhalten beim Klerus. Oder haben wir da jetzt schon alles? Hier, warte mal. Das können wir... niedrige Steinmauer können wir noch machen.
Einfaches Klosterverzierung. Was war das? Privileg guter Nachbar. Okay, jetzt kann ich nicht mehr machen. Was haben wir denn eigentlich für Privilegien? Ah, da haben wir schon alles. Ja, hier fehlen uns halt beim Königreich die Privilegien, wenn wir da noch nichts gemacht haben. Aber gut, ist ja auch nicht mein Pfad, ne? Das haben auch einige gesagt. Das ist nicht dein Pfad. Du bist am Kleruspfad. Das heißt, das macht keinen Sinn, hier zum Beispiel das vorzubauen. Ja, es gibt aber eine Herausforderung oder so, dass man bei allen Ständen irgendwie maximale Werte hat. Also irgendwie 50 oder so mindestens. Ich meine, das scheint ja möglich zu sein. Dann wäre es ja eigentlich sowieso langfristig ein Ziel, dass man das versucht auch zu erreichen. Auch wenn man jetzt beim Klerus sich fokussiert sozusagen, wenn man den Fokus da hat. Weil langfristig hat man, glaube ich, eh nicht so viele Ziele hier, außer halt das Dorf immer größer zu machen. Und die Leute halt aufsteigen zu lassen. Das würde mich auch mal interessieren, wie weit die eigentlich aufsteigen können. Und ich meine, hier beim Goldproduzenten war es ja auch schon so, dass wir da jetzt auch schon Bürger brauchen. Von daher, ja, müssen wir mal gucken, ne? Also das wird ja immer aufwendiger dann auch. Die müssen ja alle versorgt werden auch. So, wie schaut es denn hier hinten aus? Guck mal, das ist jetzt fertig. Dann gleich mal Kühe züchten. Mehr Kühe, mehr Kühe, mehr Kühe. Wir brauchen Milchvieh, Milchvieh, Milchvieh. Milchvieh. Immer schön raus damit. So, und dann kriegen wir hoffentlich mal mehr Milch und auch mehr Käse. Käseproduktion dauert schon ganz schön lange. Aber gut, ist ja auch Käse, muss ja reifen. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Hier hinten sind jetzt schon die Stände fertig. Dann können wir hier jetzt noch Kleidung zuweisen. Ja, und hier halt Kräuter, genau. Können wir schon mal die Leute da einstellen, genau. Und hier werden jetzt, wird jetzt das gebaut. Ist der Brunnen schon fertig? Der Brunnen ist schon fertig. Und jetzt wäre halt die Frage, siedeln die Leute sich da jetzt an? Müssten sie eigentlich. Wohngebiet ist eingezeichnet. Vielleicht nochmal ein bisschen hier mehr in den grünen Bereich, wo die Leute sich auch wohlfühlen. Hier unten vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Also früher oder später müsste es da eigentlich Bauaktivität geben. Die Frage ist halt, kann es vielleicht sein, dass einfach der Baumeister da jetzt zu weit weg ist? Der ist ja da drüben. Und auch die Baumaterialien, die sind ja dann im Zweifel hier, im nächstgelegenen. Das ist schon ganz schön weit weg, ne? Aber ich meine, gut, hier wird ja gebaut. Also von daher, wenn da gebaut werden kann, dann müssten sie die Wohngebäude eigentlich auch bauen. Die Frage ist halt nur, wird sich da auch angesiedelt? Ich glaube, ich sehe hier keine Baustellen. Aber gut, spätestens wenn hier mehr Arbeitsstellen kommen, also mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, dann müssten sie sich da in der Nähe eigentlich ansiedeln normalerweise. Also nochmal, die Leute brauchen auf jeden Fall in der Nähe einen Markt. Der muss irgendwie erreichbar sein. Die brauchen einen Brunnen. Die zwei Sachen machen es erstmal attraktiv. Die sorgen dafür, dass da überhaupt so ein grünes Feld entsteht, wo man dann eine Attraktivität hat. Genau, mit Mittel, Hoch. Genau, und man muss halt dafür sorgen, dass diese Dinge auf jeden Fall drin sind. Apropos, wo ich gerade sage, ja, der ist drin, der Brunnen. Vielleicht hier noch einen zweiten Brunnen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss das halt da sein. Und natürlich in der Nähe, wenn keine Arbeitsplätze vorhanden sind, die frei sind, dann können die natürlich sich auch nicht ansiedeln, weil wo sollen sie arbeiten, ja? Man zieht ja auch nicht in eine Stadt, wo Arbeitslosigkeit herrscht. Oder in ein Viertel, wo Arbeitslosigkeit herrscht. Man zieht natürlich logischerweise eher dahin, wo Arbeit ist. Insofern, ja, muss man darauf auch achten. Das ist kein Faktor, genau, das ist ja ein Faktor, der hier oben ausgewiesen wird. Aber was auch wichtig ist, es muss auch ein Nahrungsüberschuss da sein. Das habe ich auch schon festgestellt. Wenn zu wenig Nahrung herrscht oder wenn sich rumgesprochen hat, dass die Unzufriedenheit wegen Nahrungsmangel steigt, dann kommen auch keine Leute. Normalerweise. Oder weniger auf jeden Fall. Brot und Kräuter, ja, können wir wieder nicht machen, tut mir leid. Aber wir haben eh schon so viel vom Klerus, das ist jetzt auch real. Wir haben einfach nicht genug Kräuter. So, sehr schön, hier wird jetzt gebaut. Hier wird auch gebaut. Es wird gebaut, es wird gebaut, es wird gebaut. Das sieht sehr gut aus. So, der Stoff hier unten wird nicht eingelagert. Hier ist Stoff drin zum Häkeln. Hier wird auch gehäkelt, was das Zeug hält. Das ist doch gut. Ha, euer Vogt hat... Was ist das? Quarz gefunden. Ach, für Glas, wa? Ja, das ist ja geil. Dann können wir das da auch gleich mitmachen. Ja, jetzt fehlt da nur noch das eine.
Dann gebe ich das doch gleich mal noch in Auftrag. Das taucht da gar nicht auf. Da ist doch noch eins. Ist ja merkwürdig. Vielleicht muss ich da noch mehr Gebiet erkunden. Oder erstmal die hier noch aufgelistet sind, vielleicht noch machen vorher. Das ist ja komisch. Na gut, dann machen wir erstmal das hier noch. Und dann vielleicht mal noch Gebiete dazu kaufen. Was? Das ist. Also hier ist eindeutig auch eins. Ist auch eine grüne Stelle. Komisch. Aber Quarz sieht cool aus. Guck mal. Ich weiß allerdings noch nicht. Glas ist, glaube ich, dann für diese Buntglasfenster brauchen wir das wahrscheinlich dann, wenn wir Buntglas bauen wollen. Aber das ist auch komisch mit den Buntglasfenstern, weil die konnte ich nie platzieren irgendwie. Also die haben irgendwie keine Snap-Punkte gehabt. Fand ich auch irgendwie seltsam bisher. Naja, ist alles immer so ein bisschen komisch. Ah, jetzt wird endlich der Steuereintreiber gebaut. Endlich, endlich. Ich glaube, der eine kann sogar schon arbeiten. Ja, 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 ich komme. Dann haben wir hier auch endlich noch Steuerertrag. Weil ich glaube, unser anderer Steuereintreiber ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass der bis hierhin läuft. Ja, guck mal, wir haben schon Ertrag. Da läuft schon einer rum. Die mit dem roten Roben sind doch die Eintreiber. Steuereintreiber Stufe 1, jawohl. Deswegen haben wir auch plötzlich so viel Geld. Nice. Ja, hier brauchen wir dann eigentlich auch noch einen, ne? Aber gut, lassen wir sie erstmal hier ansiedeln. Ich sehe hier immer noch keine Häuser. Ah, doch, da. Da wird gebaut. Okay, Wohnhaus. Dann lassen wir hier gleich die Menschen eintragen hier ins Haus. Also ins Lagerhaus. Bären, Fisch. Ja, von mir aus macht noch Brot und auch noch Kräuter. Auch wenn wir hier überhaupt keine Kräuter bekommen gerade. Verkaufen wir eigentlich die Kräuter gerade? Ja. Das lassen wir mal jetzt sein erstmal. Weil wir brauchen das Zeug jetzt selber. Der Verbrauch ist einfach zu hoch. Wir müssen mal, ja, ich wollte ja eh schon mal länger wieder das Kloster mal ein bisschen erweitern. Das muss ich mal wieder machen tatsächlich. Wir brauchen einen größeren Klostergarten, sonst können wir dieses ganze Kräuterkramszeugs nicht machen. Oder wir gründen noch ein Kloster, weil momentan ist das so zentral. Also ich meine, hier wird es bestimmt sehr gut versorgt mit Kräutern. Hier wird es bestimmt auch ganz gut versorgt, wenn wir das hier in dem Kloster ausbauen. Hier, ja gut, könnte noch auch noch ganz gut funktionieren. Aber da hinten wird es, glaube ich, langsam schwierig. Weil das ist ja ein ewig weiter Weg bis vom Kloster bis hierhin mit den Kräutern. Das müsste man vielleicht irgendwie noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen noch. Also dann vielleicht noch ein kleineres Kloster gründen. Ich weiß nicht, kann man zwei Kloster haben? Also man kann ja auch ein zweites Gutshaus bauen. Da muss man ja eigentlich auch noch ein zweites Kloster gründen können normalerweise. Das müsste eigentlich gehen. Kostet wahrscheinlich ein Heidengeld wieder, aber egal. Und da kommen schon wieder neue Nasen. Also wir brauchen ein zweites Kloster. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Jawohl, rein da. Alle rein da. Alter, vier Leute. Nice. Wieder vier Arbeitslose. Sehr schön. Ja, weißt du was? Komm, dann machen wir die jetzt gleich mal hier in Dings rein, ins Kloster. Da waren doch bestimmt noch freie Stellen. Was hat man denn hier? Überstellt einen Mann. Ja, guck mal hier. Männer können wir noch überstellen. Okay, einen. Können wir noch Frauen überstellen? Hospitium. Überstellt eine Frau. Ja, machen wir mal noch Frauen, genau. Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder Leute, weil dann können wir nämlich gleich direkt mal hier das Kloster nochmal erweitern mit einem Klostergarten. Und dann machen wir natürlich jetzt mal nicht Bären. Wir machen natürlich machen wir Kräuterhochbeete, weil wir es brauchen, weil wir es nötig haben. Und wenn ich Shift gedrückt halte, guck mal, dann kann ich auch gleich mehrere platzieren. Das ist natürlich auch schlau. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben viel. Was, warum geht das jetzt nicht? Was steht da? Bau kann nicht begonnen werden, da die Bedingungen nicht erfüllt sind. Okay, warte. Mach mal hier eins vielleicht nochmal weg. Was ist denn jetzt los? Huch. Jetzt hat. Okay, jetzt kann ich bauen. War wohl eins zu viel. Ist ja merkwürdig. Neuankömmling nähert sich. Manchmal ist das komisch. Manchmal passieren dann ein paar komische Sachen. Genau, also, wir haben jetzt hier... Ah, jetzt wird hier richtig gebaut. Guck mal, jetzt wird hier richtig gebaut. Das gefällt mir. Hier ist auch direkt die Fischerei neben dem Lagerhaus. Und hier ist nochmal eine Fischquelle. Das ist natürlich auch super. Das ist richtig gut. Da passt das ja, dass wir hier auch noch Fisch zuweisen können. Genau.
Und dann mach hier gleich mal den Menschen rein. Achso, ist gerade keiner zur Verfügung. Schade. Keiner da. Ah, jetzt kommen wieder welche. Alles klar. Ja, habe ich ja gerade alle in die. Ins Kloster habe ich sie ja gerade alle gepackt. Kloster mal 2. Guck mal, das sieht doch gut aus. Schreiber, Kräuter. Ja, wir haben jetzt im Kloster auch nicht genug Leute. Aber ist egal. Das Kloster wird größer. Das ist die Hauptsache. Es werden mehr Kräuter angepflanzt. Und hier holen wir uns jetzt die Nasen rein. Sehr schön, sehr schön. Und ich muss mal dringend schauen. Können wir hier jetzt noch einen Fischer reinpacken? Jawohl. Brauchen wir hier noch einen? Hier brauchen wir noch einen Marktschreier. Guck mal, hier haben sie Kräuter. Das ging auch recht schnell tatsächlich. Ist ja merkwürdig. Aber jetzt ist ja auch noch keine Nachfrage, ne? Also noch nicht wirklich viel. Gut, aber das sieht sehr gut aus. Jetzt muss dann nur noch hier drüben das gebaut werden. Dann haben wir hier ein schönes Wohngebiet, was auch gut versorgt werden kann. Also ich hoffe es zumindest, dass es gut versorgt wird. Ja, und dann vielleicht mal schauen, dass wir die Ressourcen, die hier oben sind, die Nahrungsressourcen noch irgendwie mit abgreifen. Das könnte hier nochmal ein bisschen einen kleinen Push besorgen, also nochmal auslösen. Weil hier drüben wird es langsam eng mit Zeug, also mit neuen Quellen. Hier ist nichts, keine Bären, gar nichts, nur noch Fisch. Hier wäre nochmal Fisch. Ja, Bären, hier sieht es halt echt eng aus. Hier oben sind nochmal welche. Die greifen wir schon ab, die greifen wir auch schon ab. Ich überlege fast, ob ich vielleicht mal probiere, noch einen dritten Sammler zu jeder Quelle zu bauen. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wir haben auch 780 Bären. Ja, also es ist eigentlich mehr ein Verteilungsproblem. Es ist kein wirkliches Produktionsproblem, es ist ein Verteilproblem. Guck mal, jetzt haben sie auch alle wieder, komischerweise. Vielleicht gibt es auch beim Neuladen einfach so einen gewissen Peak. Wo einfach plötzlich sich das wieder einrenken muss. Ich hatte ja kurz vorher neu geladen. Vielleicht gibt es da einfach so eine Spitzenauslastung, wo dann einfach alles sich mal erstmal neu ordnen muss und dann findet sich das alles schon wieder ein. Momentan sieht es ja ganz gut aus eigentlich. Brücke benutzen sie auch, habe ich gerade gesehen. Hier müssen wir noch einen zuweisen. Aber können wir gerade nicht. Jetzt kommen wieder Leute, sehr gut. Vielleicht können wir zuweisen. So, Kräuter haben wir jetzt auch mal 107. Nice. Es fehlen... Oh, 5 Arbeitsplätze fehlen im Kloster. Da müssen wir auch mal wieder welche reinpackern. Na gut. Pass auf, dann machen wir jetzt die Leute hier, die jetzt kommen. Da packen wir erstmal ein. In diese Fischerhütte hier, damit wir Fisch kriegen. Das ist ja hier voll alles, genau. Das ist auch voll. So, und den Rest, den machen wir jetzt noch zu Mönchen. War hier hinten eigentlich schon jemand am Arbeiten? Ja, bei Milchvieh. Käserei hat jetzt auch mehr Milch. Genau, perfekt. So, dann machen wir die jetzt noch zu Mönchen. Beziehungsweise zu Nonnen. Okay, die Frauen sind schon voll. Männer haben wir jetzt auch. Okay, ich habe jetzt das gemacht, was ging. Frauen haben wir scheinbar jetzt 2 Arbeitslose, die keinen Platz mehr haben im Kloster, wie es aussieht. Da müssen wir mal gucken, wie wir die dann unterbringen. Aber wir haben ja hier noch Arbeitsplätze, die entstehen. Also das müsste eigentlich passen. Ja, also wir haben hier echt jetzt krassen Durchgang. Euer Vogt hat ein Vorkommen entdeckt. Ah, nochmal Eisen. Das ist ja schön. Mann, da können wir ja hier eine riesige Industrie aufbauen eigentlich. Nur der Platz wird hier ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken. Sieht aber jedenfalls sehr gut aus, muss ich mal sagen. Hier mal Quarz, Eisen. Da können wir ja alles hier produzieren. Und das Geile ist, es ist gleich direkt ein Markt in der Nähe, ne? Der das gleich alles abgreifen kann. Schade, dass man die Brücken nicht jetzt von hier rüber bauen kann. Dass ich die nur so bauen kann. Oder es gibt noch irgendwie einen Trick, wie ich die drehen kann. Ich muss noch mal in den Kommentaren gucken, ob jemand da was geschrieben hat. Weil das würde mich echt mal interessieren. Wenn ihr das wisst, wie man die Brücken drehen kann, dann sagt Bescheid. Weil es ist bestimmt irgendwas ganz Banales wahrscheinlich. Es ist bestimmt irgendwie irgendwas ganz Simples, wo man erstmal nicht drauf kommt. Guck mal, hier hinten wären noch Bären und hier wären noch Bären. Aber wir haben 800. Nee, nee, das ist... Also wir haben, glaube ich, genug. Nee, nee, also ja, nee, nein, doch, wir haben... Nein, doch. Nein, doch, oh. Wie sieht's denn aus mit Arbeit im Kloster? Na, Schreiber sind jetzt fast vollständig. Kräuterkundige fehlen halt noch.
Da ist ein neuer Ankömmling. Den haben wir gleich mal überstellt jetzt. Damit mehr Kräuter produziert werden. Hervorragend. So, da entstehen jetzt Häuser. Da entstehen Häuser. Da. Das sieht doch gut aus. Sehr gut. Nahrung am Start. Ja, hier wird zwar irgendwie nicht gebaut. Außer das Lagerhaus halt. Aber irgendwie hier passiert nicht so viel. Vielleicht ist das jetzt auch wieder zu weit weg tatsächlich. Vielleicht müssen wir doch mal hier noch irgendwie ein Lagerhaus für Baumaterialien aufbauen. Vielleicht auch noch mal einen Holzfäller hier irgendwo reinpacken. Brauchen wir sowieso. Also spätestens für Köhlereien brauchen wir ja hier hinten auch Holz. Ja, dann brauchen wir natürlich auch noch einen Förster. Hier wären noch mal Steine. Da könnten wir noch mal Steine gewinnen. Ja, müssen wir aber, glaube ich, mal machen. Sonst dauert das hier ewig, wenn wir jetzt hier größere Anlagen bauen wollen, bis da mal was passiert. Aber schön, dass sie sich da hinten ansiedeln. Das passt. Und hier, ja, spätestens wenn wir hier mehr machen, wird es auch noch mal ein bisschen mehr hier in der Gegend wachsen, schätze ich mal. Wie sieht denn hier die Bärenversorgung aus? Naja, ich glaube, ich nehme jetzt doch mal das Gebiet hier noch mit dazu. Dann haben wir hier auch Platz zum Ausbreiten. Und dann baue ich jetzt hier einfach schon mal nochmal zwei Bärensammler. Was soll denn der Geiz, ja? Hier macht man so ein Stück hin zur Siedlung aufbauen, weil dann können wir nämlich da gleich das Lagerhaus nutzen, was da noch ist. So, bauen, genau. Und dann macht man hier mal... Machen wir mal noch einen Steinbruch hier. Warte mal, wo war das? Hier, Steinbruch. Aber ein bisschen weiter weg, nicht dass hier die Leute sich beschweren. Steinerner Bruch, genau, weil der kann ja dann da hinten auch das einlagern. Sehr schön, nice. Meine lieben Freunde, das geht alles so voran hier. Haben wir jetzt eigentlich schon Goldbarren? Oh, wir haben 22 Goldbarren, nicht schlecht. Und 4 Edelsteine. Ja, die Frage ist halt, lohnt sich das, also Gold brauchen wir, wie gesagt, für Monumente. Also in Kombination mit Marmor. Das heißt, ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, vielleicht doch eine Schmuckmanufaktur aufzubauen. Aber ist mir eingefallen, ja, bringt eigentlich nichts, wenn man das wirklich so lange dauert mit den Edelsteinen. Bis da die Leute dann mal einen Schmuck bekommen, beschweren die sich dann nur wahrscheinlich, weil sie es nicht kriegen in der Zwischenzeit. Führt wahrscheinlich eher zu Aufständen. Lieber etwas draus machen, was dauerhaft ist. Irgendwas, was dauerhaft ist im Sinne von eine Statue draus machen oder so vielleicht. Was einen dauerhaften Effekt hat. Wäre schon gut. Hatten wir jetzt hier eigentlich noch einen Baumeister aufgestellt? Ja, warte mal, da fehlt noch ein Arbeiter, siehste. Ah, und wieder ein Hopfenüberschuss gegen Kleidung. Ja, mach. Hopfen. Wenn wir eine Sache haben, dann Hopfen. Wenn wir eine Sache brauchen, dann Kleidung. Definitiv. Kleidung kann man immer gut gebrauchen. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, schön, wie sie sich hier ausbreiten. Jetzt ist bestimmt der Gottesdienst wieder ein Problem, wa? Eigentlich kann ich gleich direkt da einen Steuereintreiber noch bauen. Moment. Das ist bei Verwaltung. Ein Gutshaus. Lass doch mal hier direkt am Wasser mal einen Steuereintreiber bauen. Eine Kämmerei. Und da macht man jetzt mal hier wieder das Gebäude. So, mit einem Türmchen dran. Lass mal ein bisschen größer ziehen. Genau. Passt doch. Brauchen wir auch keine Tür noch extra. Und dann vielleicht davor noch so ein paar niedliche kleine Bäumchen. So. Dann noch ein niedlicher kleiner Schornstein. Da, genau. Und dann vielleicht noch irgendwie so einen niedlichen kleinen Brunnen da dran. Ja, so hier vor dem Turm, genau. Am Brunnen vor dem Turm. Also jetzt mal am Brunnen vor dem Tor, egal. Bauen! Dann können wir hier nämlich auch Steuern vernünftig eintreiben. Dann müssen die Steuereintreibbär nicht 10 Kilometer laufen, um dahin zu kommen. Das ist gut. Das ist ausgezeichnet. Genau. Ja, dann geht das doch voran. Ja, dann müssen wir als nächstes mal... Was hatten wir jetzt eigentlich noch gemacht? Die Kerzenzieherei wollten wir eigentlich noch machen. Warte mal, hatten wir die jetzt eigentlich schon? Ah, die war schon, genau. Nee, die arbeitet schon. Verkaufen wir die Kerzen überhaupt schon? Ich glaube, die verkaufen wir noch gar nicht. Wir haben 150 Kerzen, liebe Freunde. Und ich verkaufe die noch gar nicht. Hä, aber hier sind doch Kerzen eingetragen. Verstehe ich gerade nicht. Moment.
50 von 50? Was, was, was? Eine neue Geschichte. Ah, neuer Ankömmling. Eine neue Geschichte. Bären im Überschuss, jawohl. Ein Kurier bittet um eine Audienz. Wandermönche. Ja, immer rein mit den Wandermönchen. Holt mir die Wandermönche her. So, warte, warte, warte. Wo lagere ich denn die Kerzen eigentlich ein? Kerze, 100. Warum werden die nicht verbraucht hier? Wird irgendwie nichts angefragt. Ach, weil hier noch ein Marktschreier fehlt. Ha! Oh Gott. Ja, stimmt. Man braucht ja dann... Okay, warte, 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 warte. Haben wir hier schon Kerzen drin? Nee, warte. Dann müssen wir hier den noch mit dazu nehmen, Mensch. Was ist denn das dann? Luxus? Verbrauchsgut? Ach, Mann. Warte mal, was ist das? Das ist Güter, glaube ich. Okay. Warte. Marktplatz. Warenstand, genau. Warenstand ist das. Dann können sie es nämlich da gleich machen. Dann weisen wir dann hier die Kerzen zu. Weil dann können sie nämlich hier noch ein Gut mehr verkaufen. Und ich glaube, das ist schon gar nicht schlecht, weil unsere Kerzen stauen sich halt. Wir müssen mal die Kerzen loswerden jetzt. Habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Stimmt, das hatte ich irgendwie mal gemacht in einer Episode. Und wie das so ist, am nächsten Tag habe ich das wieder vergessen. Ich spiele ja immer jeden Tag eine Folge. So ist das halt, ja. Vielleicht auch mal hier Kerzen hinschaffen. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so, naja. Und an dieser Stelle endet diese Folge Foundation. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Foundation, sondern auch zu anderen Projekten Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AI Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.